Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben sich in Brüssel zu ihrem letzten Gipfeltreffen vor der Sommerpause versammelt. Ein Thema, das offiziell gar nicht auf der Tagesordnung steht, hat bereits große Aufmerksamkeit erregt. Es soll nun beim Abendessen zur Sprache kommen. Das umstrittene ungarische LGBTI-Gesetz. Der ungarische Ministerpräsident weist jede Kritik von sich. It's not about homosexuals. Es geht nicht um Homosexuelle. Das Gesetz soll entscheiden, auf welche Weise Eltern ihre Kinder über Sexualität erziehen wollen und können, was ihr exklusives Recht ist. Nur darum geht es. Im Vorfeld des Gipfeltreffens hatten sich 17 Mitgliedstaaten in einem offenen Brief dafür ausgesprochen, dass die EU den Kampf gegen die Diskriminierung der LGBTI-Gemeinde fortsetzt. Auf der offiziellen Tagesordnung finden sich neben der Pandemiebekämpfung hauptsächlich die Außenbeziehungen, insbesondere zur Türkei und zu Russland. Der von Deutschland und Frankreich eingebrachte Vorschlag, Gespräche auf höchster Ebene mit Moskau anzustreben, findet nicht überall unbedingte Zustimmung. Mein Anliegen als Ministerpräsident von Lettland ist, dass, wenn wir einen Dialog zwischen europäischen Staats- und Regierungschefs und Russland eröffnen wollen, dann auch zunächst gewisse Schritte von russischer Seite benötigen. Was die Covid-Pandemie angeht, stehen wirtschaftliche Aspekte und die Erleichterung der Reisefreiheit im Mittelpunkt. Aber trotz sinkender Infektionszahlen und dem neuen europäischen Covid-Zertifikat besteht für manche Länder neuer Grund zur Vorsicht. Die Delta-Variante macht uns natürlich Sorgen und ich werde dafür werben, dass wir noch koordinierter vorgehen, auch gerade bei der Einreise aus Virusvariantengebieten. Migration soll ebenfalls erörtert werden, auch wenn zu diesem Thema keine Entscheidungen außer der Verabschiedung eines neuen finanziellen Hilfspakets für die Türkei erwartet werden.